Kennst du das Gefühl, wenn du durch den Wald läufst und ein gewisser Baum hat auf dich eine gewisse Ausstrahlung oder Anziehungskraft und du möchtest ihn gerne anfassen oder berühren? Es wirkt so magisch. Wenn das so ist, dann ist das dein Seelenbaum. Mein Name ist Dan Raymer. Ich bin Bioenergietherapeut und Medium der neuen Zeit. Und in diesem Video möchte ich dir den Kontakt zu den Bäumen näher bringen. Lehne dich zurück und entspanne dich. Lasse die Kräfte der Baumgeister auf dich wirken. Oft haben wir Menschen vergessen, dass wir in der Natur mehr als Sauerstoff wieder zurückbekommen und auch neue Kraft. Wenn das so ist, dass dieser Baum auf dich eine Anziehungskraft ausübt, dann gehe zu ihm hin. Ignoriere ihn nicht. Die Bäume sind beseelt. Frage den Baum, ob du mit ihm einen Energieausgleich machen darfst. Wenn du ein Ja bekommst, dann halte deine Hände auf den Stamm. Wenn du kein Zeichen von dem Baum bekommst, dann bist du aber trotzdem auf dem richtigen Weg. Wenn du deine Hände auf den Stamm legst, fühlst du erstmal seine Kälte, aber das ändert sich. Lehne dich nun mit dem Rücken an den Stamm. Frage den Baum, ob er dir von der Energie etwas abgibt. Dann stelle dich wieder mit der Stirn Richtung Baum und halte deine Stirn auf dem Baumstamm. Wie fühlt sich deine Stirn an? Ist sie kühl? Wird sie warm? Wenn dein drittes Auge aktiviert ist und du deine Augen schließt, so siehst du auch die Farben des Baumes. Sie haben verschiedene Farben und sie strahlen von innen nach außen aus. Sie können grün sein, sie können rosa sein, sie können gelblich sein oder auch bläulich sein. Oder andere verschiedene Farben. Wenn der Baum eine grüne Aura hat, dann gibt er dir sehr viel Heilenergie. Oft möchten Bäume helfen und die Heilkraft in dir anregen oder mit dir sich einfach unterhalten. Wenn du Schmerzen im Rückenbereich hast, lehne dich wieder mit dem Rücken an den Stamm. Bitte den Baumgeist um Heilenergie und dass er die Negativenergie sowie die Schmerzen aus deinem Rücken herauszieht. Stelle dir vor, wie er das grüne Licht in dein Kronchakra hineinfließt. Die grüne Energie durchflutet dich in allen Chakren. Lasse es dann durch dein Wurzelchakra wieder hinausfließen, in die Erde zurück. Das mache ca. 5 Minuten lang. Wenn es nicht besser wird,
bitte den Baum wieder darum. Bäume können auch eine weiße Aura haben. Das bedeutet, weiß ist die Farbe der Reinheit und des Schutzes. Und die höchste Energie von allem. Wusstest du das? Wenn die Schmerzen vergehen sollten oder gelindert sind, dann darfst du den Baum auch umarmen. Umarme den Baum. Halte deine Wange an den Stamm. Spürst du die kühle Energie, die sich langsam erwärmt? Umso länger du bei dem Baum bist, umso mehr wird sich die Liebe zu ihm aufbauen und des Baumgeistes. Oft fragen auch die Bäume, wie es dir geht, oder haben kleine Geschenke als Energie für dich, oder möchten wissen, wie dein Name ist. Sie möchten sich gerne mit dir unterhalten. Jeder gesunde Baum ist beseelt von einem Baumgeist. Ich habe eine alte Buche gechannelt und möchte dir nun diese Nachricht überbringen. Ihr lieben Menschen, wir sind es, die gerne mit euch Kontakt aufnehmen möchten. Und oft werden wir ignoriert, bemalt, beritzt oder gefällt. Aber wenn ihr Kontakt mit uns aufnimmt, dann werdet ihr merken, dass ihr auch mit uns und der Natur eins seid. Wir können euch so stark helfen, Negativenergien zu transformieren. Es ist ein Energieaustausch zwischen Mensch und dem Baumgeist. Wenn ihr euch schwach und erschöpft fühlt, dann hoffen wir, dass ihr euch an uns Bäumen einfach anlehnt, so dass wir euch etwas abgeben können. Oder über eine kleine Opfergabe wie Wasser, Saft oder Rum oder ein Band aus Baumwolle freue ich mich sehr und ihr werdet die Dankbarkeit deutlich spüren. Ich werde dir neue Energie geben. Wenn ihr dies gemacht habt und den Wald wieder verlasst und nach Hause geht, werdet ihr merken, dass euer Kopf wieder freier ist. Die Gedanken werden ruhig und dass ihr euch viel besser fühlt als wie vorher. Der Wald ist die Kirche der Natur und auch dort werdet ihr zur Ruhe kommen und Lösungen finden. Wo ihr meint, dass im normalen Bereich keine Lösungen zu finden gibt. Wir heilen euch und bringen euch Ruhe, Kraft und Stabilität. Die Bäume sind immer für die Menschen da. Das vergesse nie. Und wenn du deinen Seelenbaum gefunden hast, wirst du vielleicht mit einem Lächeln den Wald verlassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. In Dankbarkeit, euer Sunraymer.